Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Oberbayern. Auf der Map Oberbayern sind wir wieder und ja, heute tun wir Streuen fahren, das machen wir doch zusammen. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was besorgt und dazu auch ein Auto für uns, ein Audi. Und ich habe ja gesagt, dass der 826, glaube ich, ist es, zu schwach ist dafür, für den Ladewagen. Darum werden wir uns heute mal einen anderen anschauen, einen Fan zwar auch, aber einen stärkeren. Und dazu fahren wir jetzt erstmal mit dem Auto zum Händler. Und schauen uns die mal an, weil der Händler hat jetzt mehrere Traktoren zur Auswahl mal hingestellt. Und wir wollen da jetzt uns mal, ich habe einen nämlich vorbestellt und den können wir jetzt abholen, hat der gesagt. Und ja, das werden wir machen. Dann werden wir Streuen sammeln. Und dann werden wir vielleicht schon mal anfangen, mit einem Feld zu grubbern. Zwar da, wo der Mais drauf war. Das machen wir heute. Ihr seht, das Auto hat 260 km/h, kann es fahren. Also mit dem geht mal schon was. Simple IC hat es nicht, aber Maussteuerung. Und ja. Wir fahren da jetzt mal zum Händler und nehmen uns den, weil der hat da jetzt halt mehr Fahrzeuge hingestellt. Sorry auch für die kleinen Lags. Und ja, der hat da, glaube ich, einen John Deere, Deutz, IH. Ich habe mir nämlich das schon mal angeschaut. Und mal geguckt, was der da hat. Und habe uns dann unseren gleich mal bestellt, unseren Fendt. Da sind wir dann. Fahren wir jetzt kurz. Da seht ihr schon, da stehen schon ein paar. Und die schauen wir uns gleich an. Die haben da unterschiedliche Traktoren, also nicht nur von einer Marke, sondern mehrere. So, wir stellen uns jetzt mal da hinten. Da sitzt ihr schon, da stehen schon ein paar. Stellen uns das mal hier rein. So, nochmal davor. So, passt. Dann steigen wir aus. Also ihr seht, hier steht ein Case IH 150 KVX, dann ein John Deere Rasenmäher Traktor, hier ein John Deere 610R, hier ein Deutz Agrostar 6.08, einen IAC 955 XL, hier noch ein John Deere, ich schätze mal sowas ähnliches wie ein Quad. Und dann ist hier unser Fendt, und zwar, der ist sehr stark, mit verschiedenen Stickern drauf, Fendt, sogar eine Flagge hat er drauf. Ja, also der hat schon ein bisschen was. Schaut auf jeden Fall richtig nice aus. Er hat kein Simple IC, aber von innen kann man mit der Leertaste hier zum Beispiel die Motorhaube aufmachen. Können wir mal reinschauen. Hier. Das ist richtig geil, wie das hier alles dargestellt ist. Also wenn wir was am Motor haben, können wir da auf jeden Fall nachschauen. Dann hier haben wir mehrere, wie heißen die, sag mal, Seitenkonsolen. Von Pettinger, Kuhn, Blasik. Dann ein Handy hier, den Display. Dann können wir hier die Heckscheibe aufmachen. Hier können wir nichts. Hier, ja, Tür aufmachen können wir auf jeden Fall. Und Dach aufmachen können wir. Und mit dem fahren wir jetzt mal zum Hof. Der ist jetzt nicht gekauft, der ist aber für heute mal für uns da. Um mal zu sehen, wie der sich schlägt. Also kaufen möchte ich ihn jetzt nicht, weil der sehr teuer ist, wenn man ihn kauft. Wir haben ihn jetzt mal gemietet oder ausgeliehen vom Händler.
und testen den jetzt mal heute im Feld. Der ist niegelnagelneu, nicht gebraucht. Da hoffen wir mal, dass der es hergibt, was er verspricht. Also bis jetzt gefällt er mir schon mal sehr gut. Also hier seht ihr es nochmal. Kennzeichen ist auch drauf und alles. Scheint eigentlich ein sehr schöner Traktor auch zu sein. Ja, der hat viel Extras auch bei der Konfiguration. Gab es vieles, was man aussuchen können, auch mit Stickern. Und also ist ein echt schöner. Man kann sich natürlich auch hier die Displays aussuchen, welche man haben will und welche man nicht. Ich habe jetzt mal alle genommen, nachdem wir auch das Pöttinger brauchen. Einfach mal zum Testen, wie der auch ausschaut. Und ja, also er ist jetzt nicht zu laut. Das finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Ja, ein bisschen abbremsen. Ja, können wir mal weiterfahren. Und ja, wir tun mit dem jetzt, ich hoffe mal, dass das besser geht mit dem mit Pöttinger. Mal hier das Stroh einzufahren. Boah. Es kommt dann ins Silo. Das probieren wir heute mal aus. Ich lasse jetzt mal das Gewicht weg. Falls wir eins brauchen, können wir ja immer noch eins hinmachen. Aber jetzt erstmal, hätte ich gesagt, lassen wir es mal weg. Also der schaut echt gut aus. Ja. Ja. Koppeln wir mal noch alles an. Hoffen wir mal, dass das was Gutes wird mit dem. Ja, Tür ist zu, dann können wir mal losfahren. Ich hoffe sehr, dass wir da durchpassen. Ja, perfekt. Und Umleuchten hat er auch drauf. Horn. Ist ein gutes LKW-Horn. Ja, also ich hoffe, der gibt was her. Das testen wir jetzt mal aus hier. Also runterfahren geht schon mal, das ist sehr gut. Nur mir geht es eher ums Hochfahren, ob der das schafft, wieder hochzukommen. Aber müsste er eigentlich, glaube ich, schon schaffen. Schlecht ausschauen tut er auch nicht. Die kleinen Haufen, die daneben sind, die lassen wir mal liegen. Die werden dann später weggegrubbert. Ja. Also bis jetzt gefällt er mir richtig gut. Jetzt hoffe ich mal, dass das mit dem Hochfahren auch noch was wird. Machen wir mal Rundlicht an. Das wäre noch cool, so vorne auf der Motorhaube Rundlichter. Das wäre noch schön. Aber mein, man kann auch nicht alles haben. Aber Berko fahren kann der, also wenn wir das hier als, sagen wir mal, Steigung. Ich teste ihn jetzt mal, ob das echt, ob der da wirklich gut hochkommt. Weil sonst können wir uns ja den mal öfter ausleihen auch. Und mal testen, falls wir bei anderen Arbeiten den brauchen, aber ich schätze mehr für Ladewagen. Vielleicht können wir uns auch den mal für eine längere Zeit ausleihen. Zum Beispiel, wenn wir mal wieder mähen, können wir den ja auch hernehmen. Aber ja, ich probiere jetzt mit dem, fahre jetzt hier noch das ganze Stroh heim und lade es auf. Und ja, dann bis gleich. So, ich bin sehr beeindruckt von dem Fan. Der ist echt gut mit Bergen hochfahren und runter oder Hügel hoch. Das sind ja keine Berge. Aber er ist sehr erstaunlich gut. Auch er hat aber auch sehr eine hohe PES-Anzahl. Aber es hat jetzt die Arbeit mit dem richtig Spaß gemacht. Weil es nicht anstrengend war auch. Weil man nicht. Ich muss kein Gewicht anhängen. Es ging alles gut. Das hat echt Spaß gemacht. Mit dem jetzt zu arbeiten.
Und ich glaube, wir werden uns jetzt immer, wenn wir mit dem Ladewagen arbeiten, öfter den hier ausleihen. Und dann, ja, mit dem halt arbeiten, wenn wir den Ladewagen brauchen. Ihr seht, da vorne ist ein Feld schon reif. Aber das werden wir wann anders mal ernten. Jetzt kommen erstmal andere Sachen dran und alles. So, ich kann mal kurz hintergehen. Es hat jetzt echt Bock gemacht, mit den zwei Sachen zu arbeiten. Ist das eigentlich unser Feld? Ja, das ist auch unser. Also, wir haben noch zwei Felder zum Dreschen. Und wenn ihr Bock habt, dass wir uns den mal länger ausleihen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und, ja, wir den Hänger parken wir jetzt kurz und dann fahren wir noch grubbern. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin. Mal. Und das Silo können wir jetzt auch bald abdecken und dann mit der Silage loslegen zu verarbeiten für die Kühe. Aber ich schätze, da werden wir dann das werden wir dann wann anders mal machen. Es wird mir jetzt echt zu dumm, ganz ehrlich. Ich lasse den jetzt hier kurz einmal rum. So. Den lassen wir jetzt kurz hier stehen. Traktor stellen wir jetzt einfach mal kurz da vorne hin. Vor die Halle. Wo das Auto dann rein. Den fahre ich später zurück. Warte, vielleicht wäre noch gut, die Tür zuzumachen. Den fahre ich später zurück und wir fahren jetzt noch kurz grubbern. Komm ich da hin? Ja, muss ich ja schon. Dafür nehmen wir unseren Fendt 820. So. Da machen wir es mal an. Fahren wir mal raus. Stellen den Frontlader jetzt einfach mal hier hinten hin, weil für den nehme ich mal ein Gewicht sicherheitshalber mit. Oh, weil ich glaube, vielleicht stelle ich den mal ein bisschen so hin. Komisch. Aber mein. So, jetzt koppeln wir noch kurz das Gewicht. Oh, bitte sag ich jetzt auf jeden Fall. Oh, gut. Gewicht koppeln wir noch an. Und ich weiß gar nicht, aber ich. Doch, ich habe euch schon gesagt, dass wir einen neuen Grubber haben. Und ja, also den werde ich auch noch sauber machen müssen, den anderen. Damit wir den dann wieder vorne in den Shop stellen können. Das werde ich aber später machen. So, Tür kurz zu. Fahr mal kurz den Grubber ankoppeln. So. Gut. Noch was? Ne, Zapfsalat. Hä? Warum sollte der denn Zapfsalat? So. Oh. Obwohl ich denke, die beiden hier, der 820er und der 939er, werden schon eine coole Kombi, beide am Hof stehen zu haben. Ich schau mal. Jo, bisschen sehr schnell. Wer da jetzt was bekommt, das wäre nicht so gut. Und den LS 615 Fendt habe ich in die Halle gestellt, also zu den Kühen mit dem Futtermischwagen. Um, ja, den einfach dahinter schon mal gestellt zu haben, damit der auch aufgeräumt ist. So. Jetzt klappt mal kurz den Grubber aus. Jetzt bin ich doch aufs andere Feld. Eigentlich wollte ich ja das Maisfeld fahren, gell?
Nein. Sind wir aus Hauptfeld gefahren. Habe ich eigentlich auch nichts dagegen. So. Senken wir mal. Machen wir mal hier vorne auch noch auf. Zwar bewölkt, aber. Kommt hoch. So. Dann grober ich jetzt das hier noch fertig. Das Rapsfeld, das Maisfeld werde ich in der Zwischenzeit auch machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis nächstes Mal. Tschüss.